Ja, der Jochi Kleint, seit 83 bei der Audi Driving Experience. Früher hieß es Fahrensicherheitstraining. Bin immer noch dabei und traditionell beim Hamburger Stadtparkrennen, weil ich ja in Hamburg geboren bin. Und wir haben hier ganz gute Fans. Audi ist immer präsent, immer der Top-Level, den man sich vorstellen kann. Und jetzt gerade mit dem aktuellen DTM-Auto mit Rockefeller, Frank Bieler, das sind natürlich Namen. Wir freuen uns, in der Hansestadt solche tolle Leute begrüßen zu dürfen. R8 Plus, 610 PS. Und diese Autos benutzen wir ja auch. Damit fahre ich ja vor den Kunden vorne weg, wenn wir auf internationalen Rennstrecken fahren, den Leuten vermitteln, perfektes Auto fahren, was ja mein Job ist als Instruktor bei Audi. Wir brauchen ja mehr Platz in Hamburg. Wir haben jetzt nächste Woche die Beatles hier mit 80.000 Leuten. Das wäre auch ein bisschen zu dicht an dem Geschehen von den Rolling Stones. Entschuldigung, ich muss mich jetzt korrigieren. Rolling Stones. Beatles waren natürlich auch aktuell in Hamburg immer, schon immer gewesen. Und im Starclub damals, da war ich als kleiner Junge. Nun, das nur nebenbei. Und ja, es ist einfach großzügiger hier aufgebaut. Das ist wichtig. Ja. Und die Industrie hat mehr Möglichkeiten, sich hier zu präsentieren. Mein Bruder, der leider verstorben ist, er hat angefangen mit Rallye-Sport. Ich habe natürlich den Virus auch bekommen, übernommen. Und Walter Röhrl ist ja bei uns, das weiß man, wissen vielleicht die wenigsten, mittlerweile wissen sie es, weil der Capri existiert wieder, der Ford Capri, den er damals bei der Olympiarallye gefahren ist. So haben wir beide angefangen, gemeinsam im Rallye-Sport. Er ist Weltmeister geworden, ich bin Europameister geworden. Aber nichtsdestotrotz, ich bin zufrieden.